Beim Customizing einer Vespa zählt der Sportauspuff zur fast schon notwendigen Grundausstattung. Deswegen tauschen wir das Ding hier gegen einen von Remus aus. Für den Umbau ist ein gewisses Maß von Fachwissen Voraussetzung. Denn schon die ersten Schritte, das Abstecken der Lambda-Sonde und das Aushängen des Kabels erfordern Fingerspitzengefühl und Geduld. Hat man das erledigt, geht es an die Auspuffanlage. Mit einer Mutter wird die Schelle gelöst, die den Endtopf mit dem Krümmer verbindet. Danach schraubt man den Schalldämpfer von der hinteren Radaufhängung. Hat die Vespa schon ein paar Kilometer im Rücken, bedarf es zu Beginn eines größeren Kraftaufwandes, um die Schrauben zu lösen. Jetzt kann der Endtopf vom Krümmer gezogen werden. Nur schwer zu erreichen ist das Anbaustück des Krümmers. Hier empfiehlt es sich, die beiden Schrauben, mit denen der Krümmer am Zylinderkopf fixiert ist, vorher einzuölen. Ist das Verbindungsrohr schließlich herunten, befreit man ihn von der Lambda-Sonde. Die wird gleich am neuen Krümmer montiert. Dazu empfiehlt es sich, das Ding in einem Schraubstock zu fixieren. Beim Anbauen des Krümmers unbedingt darauf achten, die beiden Schrauben noch nicht ganz anzuziehen. So hat man noch einen fürs Feinjustieren notwendigen Bewegungsspielraum. Am neuen Schalldämpfer wird die Montageplatte angeschraubt, ebenfalls noch nicht ganz fest. Um den Endtopf möglichst einfach mit dem Krümmer verbinden zu können, wird etwas Keramikpaste aufgetragen. Da kann ruhig etwas gepatzt werden. Jetzt wird das Ganze angepasst, überall festgeschraubt und noch mit der Auspufffeder zusammengehalten. Ein Endtopf von Akrapovic oder Remus verändert die Optik und den Sound eines Rollers, macht ihn sportlicher. Die Gewichtsreduktion ist spürbar, genauso wie eine Leistungssteigerung, speziell bei 300 Kubikzentimeter Fahrzeugen. Nach dem Wiederanstecken der Lambda-Sonde hat man es geschafft und kann wieder Gas geben. Laien sollten einen Umbau unbedingt von einem professionellen Mechaniker durchführen lassen.